Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Irr5, ja, mit dem weniger Lean, wieder Spiel und Spaß nach Merlins und vor allem nach meinem Maß, weil Merlin ja nicht mehr auf dem will, ja. Der kleine Drecksack, und nach Bombis Maß, ja, Bombil. Wir waren letztes Mal ja in der Cavern-Dimension, jetzt kommt das Caveland dran, aber vorher lösen wir noch die dritte Dimension aus mit Tee im Zucker. Aquamarin. Das kann der kleine Manny kann das Tee, machen. Nicht der Tee im Zucker. Das macht ja keinen Sinn. Ich löse den Tee auch gerne im Zucker. Ja, doch gerne. So, Aquamarin. Wo soll ich das denn hin? Auf den unteren Stein da rechts klicken. Nein, ich meine jetzt in das oder in das hier. Ach so. Pack ich das hier hin. So. Ah ja, okay. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal ins Caveland. Ja. Ja, ja. Manny ist ja schon drin gewesen. Ja, ich hab's. Alter, wie es aussieht. Das sieht richtig krass aus. Oh ja. Das ist richtig sick. Alter, ja. Oh. Holy shit. Alter, das hat was von der Deeper Caves Modifikation. Nur mit Erde. Wir müssen auch irgendwas bauen. Ja, eigentlich schon. Aber auch wenn das hier nicht so das Bauprojekt ist. Oh, Alter, das wäre so. Gibt es auch schon der 1.7? Das ist 1.10. Ach, schade. 1.10 exklusiv. Alter, mit F1 geht ja gar nichts klar. Weil das wäre auch geil in Your Own gewesen. Oh nein, jetzt habe ich den scheiß Gitarre gemacht. Direkt so 10 Millionen Ideen, was man hier bauen kann. Okay, der war gut, okay. Ja, nee, der hat man echt hier hat man Potenzial. Holy shit, ja. Okay, erstmal Climbing Glove. Potenzial hat man hier. Ja, aber echt. Im Climbing Glove ist richtig hilfreich. Ja, doch, da kann man hier richtig schön Haare jetzt machen. Oder sterben. Geht auch geil. Achso, Portal. Bloß Portal immer Wegpunkt machen, das hat ja so viel schon gerettet. So, I. Nee, ich O. Ich mach nie Portalpunkte. Nee. P. U war's, ja. Portal ist sehr wichtig. Bestätigen. Die Musik soll mal im Maul halten. Naja, kann man nichts machen. Haben wir jetzt wieder Hatsune Miku Musik. Wieder wie letzte Folge. Die gleiche? Ja, es gibt ja nur die eine, der Kischermarsch, ja. Ja, ich weiß es ja nicht, ich hab die ja nicht. Das stimmt, ja. Aber ich hab mir den Kischermarsch reingetan, ja. Kischermarsch, so ein Scheiß. Ja, aber die Tür wollen sie gar nicht übersetzen. Was ist das hier eigentlich? Das ist Akresia. Das ist doch krass. Akrasia ist das. Gut, vielleicht heißt Türkisch ja auch irgendwie Kescher auf Japanisch oder so, ich weiß es nicht. Nee, das ist ja der Türk. Dump. Oh nein. Dieser Scheiß. Ich würde nur mit irgendwas draufhauen. Ich kann die Musik auch mal pausieren, hier gibt's tolle eigene Musik. Aber in Altipack hast du ja auch ziemlich geile Mods drin, ne? So mit diesem Solarpanel, das hatten wir auch damals schon. Das hatten wir in All the Mods, ja, das habe ich da liegen gelernt. Mit diesem Transmitter-Übertragungsding mit der Energie, das ist ja auch ziemlich geil. Ist ja echt so viel Arbeit erspart. Ja, doch, das ist sehr nützlich. Das hätte man sich damals mal gewünscht. Oder ja, eigentlich schon. Dieser Black Hole Chester, diese unendliche. Der Ender Rift, der ist, das ist... Sieht auch geil aus. Das ist sick. Sieht einfach nur geil aus und ist toll. Und ist vor allem dreimal so gut wie die Black Hole Chest. Und vor allem, und die kann man immer wiederholen und... Was? Günstiger. Ja, naja gut. Ja, ungefähr gleich. Ich meine, zwei Diamantblöcke sind jetzt auch nicht die Welt. Doch, kommt drauf an, ne? Also das kann man halt eher im Anfangsstadium machen. Diamant muss man erst mal finden. Ja, das stimmt. Diamant muss man finden. Gut, Redstone ist ähnlich hoch, ne? Aber... Das ist klar. Ja, nee, aber Diamanten sind halt so selten. Das war ja auch bei Glow. Das ich weiß nicht, ob es Glow war, aber da habe ich auch ewig keine Diamanten gehabt. Und da hatte ich plötzlich ein paar. Ja, sie so Hause hat als erstes. Ja, der Strich und so viele gleich. Glow 1 direkt in der ersten Folge. Oh ja, da hatte ich dann direkt irgendwie 30 Diamanten. Und danach hatte ich mit der Werkbank angefangen, ja. Ja, und dann Cheater. So ein Quatsch. Guckt Glow 1. Das guckt auch gerne mal so zwischendurch in so alte IR oder Glow 1 Folgen. Das war ziemlich cool noch. Ja, das ist ziemlich lustig gewesen. Das Traum aus Lava und Glow 2, ja. Ziemlich ja, Glow 1, ja. Nicht so, war ja Glow 2. Ja, aber Glow 1 war das ja mit dem. Ja. Da war das Zettel sogar dabei. Und hat dann Kreativsachen, hat er sich in seine Basis gebaut, weil er nicht mehr gespielt hat. So ein Quatsch. Oh, guck mal, das sieht schön aus da von den Farben her. Warte. Von den Farben her. Von der Farbigkeit her. Ja. Oh ja, hier ist ein anderes Biom, oder? Von der Colorigkeit her. Colorigkeit her, oh. Liebims 1, nicer Larry. Oh, es ist so geil. So ein Quatsch. Ich liebe das so zu reden. Ich habe mal, als wir da waren, habe ich die ganze Zeit. Gut, das zensierst du jetzt am besten. Nee. Als wir da waren, haben wir einfach komplett die ganze Zeit. Haben wir einfach die ganze Zeit so darüber geredet. Also ich zumindest auf Neudeutsch die ganze Zeit. Also zumindest versucht. Neudeutsch. Das hat sie dann voll genervt. Das ist gut, ja. Liebims. Liebims. Oh Mann. So ein Scheiß. Ja, das ist kommt sicherlich von dieser Facebook-Seite hier mit den nachträglichen Sprüche mit Bilder. Richtiger Quatsch. Ja, gut, das meiste kommt ja auch so aus dem Song und so, ja schon, aber dieses 1 und so, das ist ja... Ja, das hat sich dann irgendwie eingebürgert, weil kein Mensch dann die Zahl mehr schreiben wollte, so. Das war lustig. Ja gut, das habe ich auch früher in den Deutschklausuren noch gemacht, dass ich da immer 1 geschrieben habe und dann war das immer falsch und dann habe ich mich jetzt umgewöhnt. Ja, schade, jetzt wird es wieder umgewöhnt. Also zumindest bis 10 schreibe ich dann die Zahlen aus. Und dann danach schreibe ich es aber so.
Das ist wunderbar. Gut, bei 1 ist halt kacke, ne? Naja, aber ab 13 kann man das dann machen, ne? Mit als Zahl, ne? Ja. Ja, ja. Echt? Warum denn dann erst? Weil das so gemacht wurde, keine Ahnung, weil halt... Ja, aber dann doch ab 12, also ab 13 halt, mit einschließlich 13. Ja, ja, ab 13 kann man, also schreibt man das schon als Zahl, ja, ja, halt. Nach 12, ja, ja. Ja, weil 12 ist ja nochmal eine eigenständige Zahl und dann ist ja alles nur noch gezählt und halt, und 88 und so. Ja, ja, deswegen, ja, ja. 42. Und 42, ja. Die muss man auch ausschreiben, 88, 69, 42 muss man ausschreiben. Einfach nur, weil die relevant sind. Ja, klar. Natürlich sind die relevant, aber echt 404. Lustig hier. Ah, 4, 4, 4. Alter, das sieht so krass aus. Da musst du ein Folgen-Thumbnail machen, obwohl das spoilert, ne? Naja, gut, so genau sieht man das eh nicht auf diesem Bild, aber es soll auf jeden Fall. Alter, holy shit. Soll der Clickbaiting sein? Wo bist du? Ey, das ist kein Clickbait, wenn es auch in der Folge vorkommt, das ist schade. Ja, nee, wir machen sogar keinen Clickbait, das ist echt traurig. Wir machen alles falsch, genau, wir wollten ja ein bisschen reden mit der. Rote Kreise ins Thumbnail. Mit der YouTube-Situation. So jede Höhle eingekreist. Oh nein. So jede Einkerbung. Jeder Block einfach eingekreist. Ja. Auf jeden Fall. Na, YouTube entwickelt sich ja auch immer schöner wieder zum Kommerz, ist auch mal schön, ja, ja. Sollte auch so bleiben, finden wir. Ja. Nicht wahr? Ja, ne, das ist doch... Ist auch schön dann. Ist auch, so, dafür wurde ja auch gemacht, die Plattform, ja. Na, jetzt das mittlerweile... Ist halt nur schade, ich meine, vorher war es ja noch so, also so vor einem Jahr oder so gab es ja auch schon einen großen Master, aber da war es ja noch so, dass dann, die waren halt existent, die waren auch relativ gehypt, aber dann sind nicht die anderen so, die wirklich noch vernünftige Videos gemacht haben, die waren jetzt nicht so im Rücklicht. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass sie alle nur noch diese Scheiße gucken. Immer mehr, ja, ja. Richtiger Kack. Das ist ziemlicher Kack, ja. Kann man schon nicht anders sagen, ja. Also so wie RTL halt, die haben ja auch noch die meisten Einschaltquoten. Das ist gut, dass sie das immer noch haben, ja. Sind doch die geilsten Motherfuckers. Ja. Fast. Oh Mann, ey, was ein Kack. Ja, Fernsehen gucke ich ja selbst gar nicht mehr. Den Typen von Apple War Pictures habe ich übrigens auch im Japan-Tag getroffen, habe ich noch gar nicht erzählt. Das ist sick. Diesen mit dem blonden Streifen, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist das nicht der Chan gewesen? Ja, ja, der Chan, Ai-Chan. Der Ai-Chan, ja, ja, hat den Fortgang gemacht dann, ja, vor Ort. Chan-Chan? Oh, ja. In Japan. Scheißdreck. Chanchen, ja. Chanchen, so, oh. So albern. Oder das Mädchen, oder wie war das? Mädchen auch, ne? Ja, nee, das sagen halt die Mädchen so, das ist halt eine Verniedlichungsform. Die meisten Mädchen sagen das halt so unter sich, weil die halt niedlich sind. Ja, absolut. Die reden ja auch so. Alle auch, ja. Das ist so witzig, wie die einfach so alle so eine hohe Stimme haben, die Japanerinnen fast. Das ist so witzig. Ja, irgendwie genetisch ist das für mich so vorbestimmt, ja. Ich find das geil. Oh, moin. Sind wir auf... Oh. Sind wir, ach, hier gibt's keine Monster, ne? Aber die Typen sprechen dann umso komischer. Ja, das ist sehr lustig, Alter, ja. Die da oben. Alter, das sind Motherfucker. Hä? Da oben. Oh ja. Die sind gar nicht gruselig aus. Die lieben uns. Ja, jeder liebt uns. Hab ich ein jeder. Nebel aus sogar, das sieht. Was ist mein Nebel? Schön. Sieht fast genauso aus. Und wenn nicht sogar. Oh, Alter, das da vorne, da ist das Licht. Voll sick. Wo ist das Licht? Da vorne ist das Licht. Wo ist das Licht? Hier vorne wird's weiß. Oh. Wer war das? Oh, bist du wie? Ich denke, oh, echter. Oh, der findet das sehr lustig hier. Ja, das ist wirklich lustig. Oh, guck mal, Mann, hier geht's lang. Hier ist ein lustiges Podest. Also, kennt man das? So ein Pinöpel halt. Pinöpel, was? Das ist ja, ein so ein Phallus. Naja. Ja, so ein Phallus. Phallus. Das war schön. Kein Verlust. Nee, echt nicht. Tschüss, mein Kleiner. Phallus-Verlust. Ja. Verwechselungsgefahr. Scheißdreck. Oh. Ja. Ach, guck mal, ist das hier von Abyssal-Scheiß? Das dürfte Abyssal-Scheiß sein. Die Musik gehört von dem Dings? Ja, ja. Mach ich mal wieder cool. Die Musik aus. Das ist schön. Mit eigener Musik. Ja, hier ist ein Cavane Creeper. Hallo, Alter. Die Musik ist echt schön. Die müssen wir in die Playlist tun. Ja, echt mal. Die ist für die Fantasy-Playlist gut. Ist ja auch vom Japaner. Ja, dann musst du gut sein. Ist ja echt geil. Ja, wie Ether halt, ne? Ja, ja, die haben auch gute Musik. Die müssen wir mal alle raus... Ether habe ich schon komplett in der Playlist, aber... Ja, ich nicht. Kevin wusste ich gar nicht, dass die Musik haben. Nicht cool. Muss ich mir mal rausholen. Oh, Mr. Bean. Das ist wahrscheinlich alles... Oh, GG-Dateien. EG. Ja, weiß ich nicht. EG, der beste Fußballspieler. Scheiße. Alter. Ich frage mich, ob die jetzt nur so generierungsmäßig ist oder ob man hier auch mal was machen kann. Mr. Beanbrain, ja! So ein Scheiß aus dem Furzkissen. Guck mal, die Dinger hier sind extra von Kevin hier. Welche? Die Pflanzen hier. Ja, ja, die sammle ich ja ganz halt. So. Toller Sammler.
Oh. Ja, doch, Jäger und Sammler. Wie viel habe ich jetzt schon davon? Ganz schön viel. Acresia Fruits sind das. Magic. Ah, die bekämpfen sich. Ach, sind Dorfbewohner. Kra. Alter. Ah. Stefan Grünzinger. Alter. Spinne. Ah, der hat wieder ekelhafte Beine, ja. K. Warum du das jetzt? Oh, so ein ja, ja. Solche Noobs, aber der beste Witz in dem ganzen. Ja, das war echt der beste Witz in dem ganzen Kackvideo, ja. Ja. Kra. Ugh. Von Roots gibt's hier sogar Monster, lustig. Und eine Elite-Spinne. Von Roots sind dann so ganz viele schwarze Leute. Ja. Alter. Und das ist geil. Die komischen Samenmänner. Das ist toll. Das hört sich falsch an. Könnte doch ein sehr, sehr schlechter Porno-Titel ja. sein. Aber, oh ja. Alter, das war gerade eine super Animation. Das hat sich einfach nicht bewegt, das Feuer. Das war richtig lustig. Alter. Das ist super. Aber was ist denn hier los? Was ist das hier für ein Goose? Oh, geh da nicht rein. Oh, das ist nicht gut. Macht das Spaß? Nicht gut, Alter. Hunger. Alter, was ist das für ein Spaß da drin? Asterix. Ah, nee, Arix. Oh, oh. Erix. Alter, woher krieg ich denn Damage? Damage. Das auch nicht. Oh, ich wo ist... Ah, hier ist wieder Eimer? Alter, wie sieht der aus? Der sieht ja voll geil aus, der hat ja Rippen. Der hier, ja, der Wendigo. Alter, der sieht lustig aus. Tschüss. Alter Vater. Okay, sonst könnten wir eigentlich auch schon in das nächste Portal gehen. Echt schon? Wollen wir keinen Cliffhanger machen? Ey, das ist die Frage. Oh ne, das ist nicht der Mist. Was sagt denn die Folge? Die sagt 13 Minuten. Ja gut, da könnte man wirklich noch mal in eine andere Portal gehen. Aber das die ist ja wirklich so zur Fun-Dimension, deswegen kann man die wahrscheinlich auch direkt herstellen. Das ist mal so. Oh, jetzt richtiger Mr. Bean, ja. Ja, wie der rumläuft. Der läuft super mit Mo Benza. Ja, Benza. Ja gut, dann teleportiere ich mal zum Portal. Oh ja. Und Teleport. Und los. Nein! Achso, doch, hat gepasst. Ich dachte gar nicht, ich hätte dich zu mir teleportiert. Das wäre toll gewesen, ja. Oh, Alter. Okay. Und essen. So, dann will ich gerade noch... Dann haben wir heute dann alles erledigt, ne? Wir wären voll erledigt dann. Ist echt voll erledigt. Dann noch schnell die Sachen wegwerfen hier. Okay. Und goes. Alter. Achso, ja, ich mach das auch mal. Boah, Alter, wieder so viel Zeug haben wir. Boah, wir müssen dann irgendwann echt mal die Lootboxen alle öffnen und so weiter. Wir haben ja echt arschviel gesammelt jetzt mittlerweile. Krank. Und ich habe 60 Akresia-Fuß. Vielleicht kann man daraus ja was Lustiges machen. Püriertes Essen. Krass. Ja, ja, Lootboxen habe ich auch hier. Ja, einfach alles reinstopfen. Kommt der Klitschko raus. Lootboxen. Oh ja, und Mending hat man... Oh, das ist so schön. Mending ist aber echt das Krasseste, was es gibt. Man kriegt, weniger XP und die mehr XP geht dann einfach dafür in die Rüstung rein, um die zu reparieren. Das und auch kacke. Über alles, was man repariert damit. Das ist richtig krass. Das ist kacke. Das ist nicht kacke? Klar. Ich will nur mein XP behalten. Da kannst du auch gleich an den Tisch gehen. Ja, aber da hat auch kein Mensch Zeit für. Doch. Ich würde sagen, rein in die Dingens. Was war das überhaupt? Das war Aquamarinpost-Portal, ja. Please wait a moment. Wir haben ja Zeit, klar. Wir müssen da mal so schlussige Schilder einmachen. Ja, doch, schon. Wir müssen dann selbst Logos designen. Am besten so ein Maldives Edwards-Bild so da drüber. Das ist ja lustig. Und ein Picture Frame, so von der ja. Dimension, das ist Alter, leckt es hier. Oh, bei der Kiesfeld. Oh ja. Ach du Scheiße. Aber guck mal, das wäre doch geil, oder? So Bilder von der Dimension. Nein, ich wollte nicht zurück. Ach, hier ist Bilder von der jeweiligen. Dimension dann nehmen. Und ja, dann das wäre wirklich da als Online-Picture-Frame. Ja. Ja, ist überall Wasser? Ja. Das ist gar nicht so geil. Oh ne, jetzt bin ich wieder zurück. Hier haben wir auch keinen Morph halt, ne? Wir müssen uns irgendwie so ein Unendlichkeits-Water-Breathing oder so machen. Aber es sieht geil aus. Ja, wenn man das nur unendlich haben könnte. Bestimmt kann man doch aus diesem Aquamarin irgendwas machen, was uns da hilft. Sonst wäre das ja nicht einfach so mit Aquamarin. Da muss ja. Das heißt ja schon Aqua. Ja, da kann man Tools draus machen. Ah. Vielleicht hält die Rüstung ja irgendwie besonders fit oder so. Die hält fit. Kann man einen Block draus machen? Pickaxe, Axe und Shovel, das war's. Okay. Aus dem Block weiß ich auch nicht. Was ein Scheiß. Ich weiß nicht, mit Water Breathing Potion, da ging das doch, ne? Da konnte man auch unendlich atmen, solange der hielt, oder? Solange das auf jeden Fall hält, ja. Alter.
Das ist ja alles unter Wasser. Holy shit. Ob man hier was Besseres findet? Oh nein, als ob man dafür Kugelfisch braucht. Ja klar, das ist ja der Vanillatrank, ja. Oh nein. Regnet es schon wieder? Haben wir den Kugelfisch doch eh nicht, oder? Wahrscheinlich nicht, aber die schwimmen ja im Teich, schwimmen die ja. Lol, wieso kann ich mich denn hochpacken? Ah nee, Home Basis war es nicht, Basis Home. Home Basis, genau. Die schwimmen bei uns ja eh im Teich, also können jetzt ja da spawnen. Ja gut, dann müssen wir die aber erstmal angeln. Nee, oh, wir haben 81 Kugelfische, okay, alles klar. Ach so. Woher auch immer. Schade. Wäre aus diesen Netzen da, die wir da hatten. Ja, das kann sein, stimmt. Oder 81. Diese Skrillex haben die gedroppt, das kann ja auch sein. Ja, dass die wie so Fische gedroppt haben, aber ich glaube echt, die Netze waren es, ja. Ja gut, dann bereiten wir uns jetzt auf die Dings vor und in der nächsten Folge sehen. Ja, dann machen wir das dann effizient dann, ja. Wasser, was ein Quatsch. Brausstand hast du schon? Ach, du hast schon Brausstand, okay. Ja, Augenbrausstand. Wir können ganz viele aufstellen, damit wir direkt so eine fette Produktion machen. Flasche heißen, ja. Ja, davon haben wir gar keine, da müssen wir ganz viele machen, ein Glas. Sehr traurig. Apo, Red. Doch. Gut, dann müssen wir die jetzt alle auffüllen hier. Alter. Ja, das ist doch eine Leichtigkeit. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. Okay, reicht auch, glaube ich, erst, wenn du ein Stack machst oder zwei. Niemals. Dreh ich die dann mal hin, hier einfach. So. Oh nein, ach stimmt, ja, die können sich ja nicht stacken. Oh nein, das ist dumm. Aber hier, warte, ich gebe dir meinen Sack of Storage. Ne, ich habe ja auch noch einen. Ja, achso, ja. Ja, aber zwei wären besser. Ja, ich habe ja noch einen anderen Backpack da noch, ja. Ja gut, dann mach das so, ich fülle die mal. Wir sind das jetzt. Und wir brauchen natürlich dann auch Netherwarzen, ne? Haben ja, wir die? Hab ich schon. Ja, ich habe schon welche rausgeholt. Okay. Keine Sorge, alles bereit. Weil Seelensand gibt's nämlich im Nether irgendwie nicht. Das wird durch einen Seelenstein ersetzt und das kann man nicht verwenden wie Seelensand. Da müssen wir uns. Ja gut, das kann man bestimmt irgendwie craften. Ja, aber nicht so geil. Also eher nicht scheiße. Nicht so geil, aber halt später. Irgendwie kriegen wir das. Ja, ich hoffe, aber irgendwie findet man das vielleicht noch an den Festungen oder so. Aber es generiert nicht mehr natürlich, da gibt's überall nur ja, noch Nether. Die Festung gibt's ja noch. Ich hoffe es, ja. Da wachsen ja die Netherwarzen drauf. Ich hoffe, das haben sie beibehalten. Ja. Man weiß ja nie, was diese Nether-Modifikationen alles machen. Für ja, random Shit. Da haben wir ja genug drauf. Nether Eggs, Nether Core. Okay. Gib mir schon mal ein paar Wasserflaschen hoch, dann kann ich die mitnehmen. Ich hab zwei. Warte, tauschen wir einfach den Rucksack. Oh, da hast du sogar einen kleineren. Oh. Ich? Ja. Da hab ich einen kleineren. Das war doch schon immer Tatsache. Weil ach so, wir haben doch das OP-Inventory, da passt so alles rein. Ach so, stimmt, ja, das vergessen wir immer. Ja, das ist man so gar nicht gewohnt, dass man das überhaupt hat. Stimmt. Weil dass der Aufzug wieder nicht funktioniert. Ja, das ist immer super. Wahrscheinlich nach dem Dimensionswechsel oder sowas, ja. Ja, das kann wirklich sein. Ich bin das aber trotzdem den Rucksack erstmal. Kann man nochmal umso mehr lagern. Karl Lagerfeld. Alter, so. So, jetzt auch noch mehr. Macht der? Genau, oh. Komm hier nicht. Hä? Swap with your inventory? Warum klappt das nicht? Hä? Dauert das jetzt irgendwie Ewigkeiten, bis er baut oder was? Warte mal, ich komme jetzt mal zu dir. Das OP-Inventory ist mir suspekt. Was zeigt das nicht an dem. Maul. Wasserflasche wirkungslos. Nee, eigentlich. Oder geht das nur eine? Ich meine nicht nur eine Flasche, sondern eine Netherwarze. Stirb in der Hölle. Oder wird es in der im Windows XP Pack? Ich vertraue dem ja irgendwie nicht. Nee, das ist ja das so hier. Gewöhnlicher Trank. Lohnstaub? Das. Zucker. Oh nein. Armleuchter. Hasenpfote. Okay, man macht diesen gewöhnlichen Trank, macht man. Anscheinend. Nicht brauchbarer Trank. Nee, Netherwarze. Da wird ein seltsamer Trank draus, ja. Muss man die irgendwie bepowern oder so? In der neuen Version? Also eigentlich ist auch alles gleich geblieben, oder? Ich hab halt. Trank der Unterwasseratmung, da brauchen wir. Was ist eigentlich dein Scheißproblem?
genau, seltsamer Trank wirkungslos. Ja, das brauchen wir eigentlich auch mit Netherwarzen. Wasserflasche wirkungslos. Das ist genau das gleiche, was wir haben. Fick dich selbst! Hä? Das ist echt Deine Mutter. Zieh ab, du kranker Ficker. Nimm mal kurz das Dings raus, das Windows. Das macht irgendwie komische Sachen. Ja, das ist, wenn dann visuell, das hätte man trotzdem auch noch gesehen. Ja, ja, aber es kann ja sein, dass man wirklich eine braucht und dann aber halt das nicht sieht, dass der das macht. Man dann erstmal mit einer drin lassen muss. Ich habe keine Ahnung. Das ist ganz komisch. Naja, ich glaube, das machen wir offscreen. Ja, wir sind eher am Ende angelangt. Gut, dann werden wir dann alles daran setzen, dass wir dann bei der nächsten Folge dann auch da reingehen können mit tollen Tränken, mit genug Tränken auch. Mit Apo Red können wir das mal verlängern. Und er steht uns bei beim Brauen, sieht man hier hinter uns. Ja. Gut, okay, dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Ihr 5, Altipack 3, wie auch immer. Bis dahin, macht's gut und tschüss.